So. Ja. Ja, das Fleisch habe ich noch nicht an zusammengeköpft. der könnt auch mal ohne Fleisch und Mett frechkommen. Der mögt nicht jemals Mett freten. Das liegt so zwei Morgen und wenn sie denn ob Schlachtfeld sind, ne, haut sie tot aus. Ja, nee, doch musst du was Licht eten, ne? Das ist wohl so. Lasst mal sehen, wie dick diese Mauern wirklich sind. Ach, das war nur der erste Schuss. Der Trebok muss noch eingestellt werden, das ist alles. Keine Sorge, es läuft alles perfekt. Die Reichweite wird sofort korrigiert. Vector, aus dem Weg, verdammt, ich muss zu Herrn Divish. Herr, Sie kommen. Es bleibt keine Zeit mehr. Bringt ihm Wasser. Atme. Das wird schon wieder. Wer kommt? Eine Armee ist auf dem Weg. Und sie trägt die Farben Hafelmedex von Waldeck. Sie sind schon sehr nah. Hafelmedex? Tja, der wird uns wohl kaum zur Hilfe kommen. Dieser miese Bastard. Mit dem habe ich noch eine Rechnung offen. Meine Herren, Toss Verstärkung wird uns hier sehr bald angreifen. Das Schwein. Wie viele Männer? Wissen wir nicht. Aber gewiss viele und sie werden bis zum Morgengrauen hier sein. So bald? Wie kommt es, dass wir bis jetzt nichts davon wussten? Das ganze Land versinkt im Chaos. Es ist ein Wunder, dass wir überhaupt etwas wissen. Wenn sie uns in den Rücken fallen, dann... Sind wir erledigt, wie Toss es die ganze Zeit geplant hatte. Verschlagene Schlange. Er war uns immer einen ganzen Schritt voraus. Aber dieses Mal nicht. Was hast du vor? Robert, was meinst du, wie wird das Wetter morgen? Nun, Herr, wenn mich meine Gelenke nicht täuschen, dann wird es regnen. Stark, wie aus Eimern. Hier stellen wir uns auf. Ich und Ratzigs Männer. Ihr wartet, bis sie uns angreifen. Und fallt ihn dann in den Rücken. Hier und hier. Wenn wir Erfolg haben, wird es vorbei sein, ehe man in Thalmberg irgendetwas merkt. Das könnte funktionieren. Aber wir müssen Männer im Lager zurücklassen, falls sie doch beabsichtigen, aus der Burg zu kommen und uns anzugreifen. Mir genügen auch wenige Männer. Hängt das nicht davon ab, ob ihr durchhalten werdet? Wir wissen nicht einmal, wie viele es sind. Wir werden durchhalten. Ich gebe meinen Männern die Befehle. Wir werden bereit sein. Meine Rolle in der Schlacht, Herr? Ich wollte mich den Skarlitzern anschließen. Ich brauche dich für mehr als das. Mehr als das? Wenn wir den Steinbruch nicht halten, sind wir erledigt. Du, ich, Hanusch und Ratzig. Und da Hanusch den Flankenangriff befehligt, Ratzig gefangen ist und ich verwundet bin, führt Hauptmann Robert die Truppen an. Wer wäre besser geeignet? Keine Frage, Robert ist ein guter Kommandant.
aber viele der Männer stammen aus Galitz. Wir brauchen jemanden, der sie kennt und von ihnen respektiert wird. Herr? Dich, Heinrich. Aber das ist... Herr, glaubst du wirklich, ich wäre den Männern ein Vorbild? Heinrich, ohne dich wäre ich heute nicht einmal mehr hier. Jeder weiß das, außer dir, wie es scheint. Du und eine Gruppe Skalitzer werden sich im Wald auf der anderen Straßenseite versteckt halten. Aber Herr, ich sollte eher... Schweig! Unterschätze nicht die Aufgabe, mit der ich dich betraue. Die Männer sind nervös und du musst sie, falls nötig, zurückhalten. Dann fallt ihr dem Feind so schnell und entschlossen in den Rücken, dass er nicht reagieren kann. Gerät die Formation ins Wanken, brauchen wir jemanden, der einen kühlen Kopf bewahrt und die Männer im Zaum hält. Hm. Verstanden, Herr. Das wollte ich hören. Wenn du bereit bist, schließ dich den Skalitzern an. Die versammeln sich im Wald hinter der Straße nach Ratai. Wenn ihr denkt, dass ihr die gesamte Belagerung saufend und würfelnd verbringen... Okay, Hemi Jich, ja, wir haben, pardon, excuse. Ja, wir haben Ringelblumenaufguss. Was ist Ringelblume? Ich weiß das nicht. Vielleicht Kringelblumen und dann ist das Obgaten. Obgaten Ringelblumen. Obgaten Ringel, Kringel, Obgaten Kringelblom. pardon. Ja, das sind keine Symptome. Die Süg hab ich hier nicht. Ja, hier ist kein Süg und darum bin ich auch nicht Sieg, ne? So ist das. Ich hab nicht die Süg. Ich bin bloß Süg. Ja. So, ja, wir sind bereit, wir haben, wir sind präpariert, wir sind fahrig, nicht mit Büchse und... sind, dann darauf die Ehre unserer Ziegen zu verteidigen. Alles klar. Kann ich mir die... Nee, kann ich nicht. Ich will aber... Und jetzt zur Sache, stellt euch in der Schlucht vor der Brücke nach Rovna auf. Wir lassen sie ausbluten. Ja. So viel Lüt sind das nun nicht. Was zum? Könnt wie snacken? Gott schütze dich. Aha. Okay, danke. Hä? Dank dir auch, dank dir auch. Ja. Halt! Halt! Ruhig, Männer! Noch nicht! Ruhig! Ruhig! Wartet noch ein wenig. Verdammt, haben uns erwartet. Erster Druck zur Brücke. Rechts durch. Hoch. Nach links. Der Rest kommt mit mir. Wir flankieren diese Bastarde. Aufziehen. Angriff.